Hallo. Endlich. Was denn? Dachte, ich hätte gerade einen Orb da gesehen, am Fenster oben. Was Oh. kribbelt einfach zu stark? Wir gehen schon mal rein, ja? Ja, ich hole mein Parabölchen und das und. Hallo Susi, wir sind da. Ich habe übrigens mal was komplett Neues ausgerüstet. Ich habe eine Cam dabei, meine UV-Lampe und einen Dots. Ich habe jetzt nicht geschaut, Ach so, wo hi. Generator ist, das wollte ich schon sagen. Der Sicherungskasten ist. Also ich dachte gerade, das wäre ein Ob. Yay. Was ist das da oben? Es ist vermutlich. Es ist vermutlich kein Orb. Auch wenn das so komisch aussieht. Also in der Sporthalle definitiv kein Orb. Telefon. Ich habe keine Ahnung. Ich habe gerade gar nicht irgendwie drauf geachtet. War das hier? Ich weiß nur, ich stand hier an der Tür, als das Telefon losging und ich es hören konnte. Ich habe hier Gefrieratem in einem kleinen Räumchen. Muss ich gleich schauen. Kleinen Moment. Hi. War erst hier hinten in dem Hier kleinen überall Räumchen. gefriert. Ja, ich wollte gerade sagen, ich hatte erst hier hinten in dem kleinen Räumchen. Lauf einfach durch die Sporthalle geradeaus nach ganz hinten und dann hinten rechts durch die Tür und direkt die erste links. Du kommst rein. Ja, das wollte ich dir gerade erklären, aber du hörst ja nicht zu. Also, du kommst. Achso, du hast Foxy gefunden. Wo? Dankeschön, du bist wunderschön, Grinsekatze. Ich habe mich gerade voll erschrocken. Ich dachte, die Hand. Alter. Das kann auch wiederum für eine Banshee sprechen, ne? Nee, warte mal. Wir haben keine. Nee, nicht Banshee. Wo bist du? Wir gehen mal raus. Denk auch daran, die beiden Räume da hinten noch zu machen. Beziehungsweise zu Ja, mache ich testen. gleich. Wo bist du? Wo bist du?
Wo bist du? Die ist da, die redet. Hat sie was gesagt? Bah, ja, Geisterbox. Was hat sie denn gesagt? Wo bist du? Ich hab nicht zugehört. Na, normale Stimme. Onryo Zwilling Mimik. Wir haben jetzt Geisterbox und Gefriertemperaturen. Es könnte jetzt also noch Geisterorb, EMF5 oder Fingerdrücke sein. Also Onryo, Zwillinge oder Mimik. Und Orb sehe ich keine bisher. Schon die ganze Zeit nicht. Doch, Orb. Ich habe jetzt doch einen Orb gesehen. Wir merken uns den Orb einfach mal, okay? Also haben wir ein Onryo. Ja, das dürfte ein Orb gewesen sein, gerade. Wenn ich nicht ganz doof bin. Und ich hoffe, ich bin nicht ganz doof. Also wenn es Orb wäre, wäre es Skilling. Es wäre ein Onryo. Wenn Orb. Ja, also wie gesagt, ich hab nochmal in den anderen Raum geschaut, in der Ecke, und dann ist da an der Wand ein Orb langgeschwebt. Ja, ja, aber wenn es eine Foxy wäre, dann wäre es ein Fake-Orb. Ja. Okay, also kann es auch ein Fake-Orb sein wegen Mimik. Mimik, oder wie? Könnte. Ein Geister-Orb wird halt immer in der Nähe von dem Mimik gesehen. Okay, aber er selbst hat an sich eigentlich keinen Geisterorb, weil ich bin in den mittleren Raum gegangen. Ja, also der Raum, aus dem ihr rausgegangen seid. Ich bin ja nochmal rübergegangen durch die Tür in den nächsten Raum. Links direkt an der Wand ist dieser Orb da so komisch rumgeschwebt. Beziehungsweise der hat sich fast gar nicht bewegt. Ich glaube, der stand da sogar fast nur in der Luft. Das wusste ich natürlich nicht, dass der Mimik einfach einen Orb erstellen könnte oder kann. Und für einen Zwilling klingelt er halt nur einmal das Telefon, ne? Der Mimik ist ein schwer fassbarer, mysteriöser Nachahmergeist, der Eigenschaften und Verhaltensweisen anderer Geister einschließlich anderer Geistertypen widerspiegelt. Wir wissen nicht, wozu dieser Geist fähig ist. Seid vorsichtig. In mehreren Berichten wurden Geisterkugeln in der Nähe von Mimiks gesichtet. Wir können ja nachher mal die das Dings ausprobieren. Mal schauen, wie. Und mal hören, wie schön es singen kann. So. Ich bin auf ihrer Cam, sie steht nur rum. Ich soll schon mal. Genau, das Räucherstäbchen können wir dann gleich direkt machen mit der. Mit der Box. Wohl Kamera 19. Ja, ich hatte gerade. Alles klar. Nee, wir sind noch draußen. Ich will da nicht alleine sein. Mimik wäre Fingerabdrücke. Richtig, und den habe ich jetzt dabei. Also wir merken uns den Orb und Fingerabdrücke. Dafür habe ich die Taschenlampe dabei. Ich nehme auch nochmal ein UV-Stöckchen mit. Ja, ich wollte noch eine Pille nehmen. Ein Pillchen.
Jetzt gehen wir rein. Also Foxy ist drin, ich gehe jetzt rein. Ich weiß gerade nicht, ob das eine Hand ist. Fingerabdrücke. Ist das ein Mimik? Hey, jetzt hast du mir das doch weggenommen. Ich wollte doch gerade schauen. Jetzt möchte ich nicht mehr schauen. Also doch kein Hand, okay. Ah, hätte ich auch an der Tür sehen können. So können wir schnell doch das Räucher-Objective machen. Können wir machen. Ja. Yay. Ich bin davon ausgegangen, dass du das vorhattest. Ja, einer muss die Box in der Hand halten. Ich habe beide, alle drei Slots belegt. Nee. Komm mit. Ich halte das Teil nicht in der Hand. Du musst es nur in der Hand halten. Ich rette dich doch. Du kannst ihr ja auch die Räucherstäbchen überlassen. Nein, das ist zu viel Verantwortung. Bleib einfach in meiner Nähe. Bleib in unserer Nähe. Wir können auch tauschen. Wir können auch tauschen. Du kriegst meine Kerzen und Foxy die Räucherstäbchen und ich die Box. Ach komm, ich nehme das blöde Ding, ist schon okay. Okay. Ja, okay, aber da hinten zum Sicherungskasten laufen, da liegt es auf dem Spind. Wir warten. Was? Warum muss ich alleine gehen? Na los! Was denn? Ich bin Angsthase! Da! Aber noch nicht anmachen! Noch nicht anmachen! Na los! Ich weiß gar nicht, wie das funktioniert! Du nimmst es erstmal auf! Mit E! Ja! Die Taschenlampe. Jetzt nimmst du das Ding auf und jetzt gehen wir mal. Na gut, in der Nähe vom Gewiss nicht, aber. Relativ. Wir gehen ein wenig in die dann Nähe. Hin, wenn er handelt? Weg? Ja, wohin? Folge uns unauffällig. Dann bin ich zu hinterst. Wahrscheinlich dann hierhin so. Oder nach oben können wir auch. Nach oben ist vielleicht dann besser. Ich hoffe einfach nicht, dass ein Revenant imitiert. Weil? So ab hier. Foxy, jetzt kannst du so. Wieso hoffst du das nicht? Hm? Weil er zu schnell ist. Ach so, die, so langsam die Box. Die imitiert. Die imitiert das Tempo? Kann ich die dann auf den Boden schmeißen? Halt's einfach in der Hand und drück jetzt mal rechte Maustaste. Ich höre gar nichts. Oh, warte. Sie jagt schon? Ja, sie jagt. Okay, ist kein Revenant. Jetzt direkt rechts.
Treppe hoch. So eine Frage mal am Rande. Habt ihr die Melodie gehört von einem Box? Ja. Ernsthaft, schon wieder 20.50 Uhr. Mein Handy, da. Das ist völlig egal, ob deine Sanity bei 0% liegt oder nicht. Wenn er handeln will, dann handelt er. Ja, aber ich muss nicht mehr dazu beitragen, dass die allgemeine Sanity auf unter 25 ist. Ach so, meinst du das? Ja, ich muss da nicht mehr rein. Na schön. Ups. Foxy? Ach, da hinten, ich sehe dich. Da siehst du, da fliegt der Orb herum. Oh, jetzt ist er weg. Aber auch interessant, ich hatte nur die, nur so ein komisches Knistern bei der Box vorhin. Okay. Ich hatte die Melodie, aber ich habe den Geist nicht singen gehört. Ja, den Geist hat man auch nicht gehört. Normalerweise sollte wahrscheinlich man den hören. Ja, vielleicht nicht eher dann bei kleineren Häusern, ne? Nicht, wenn die Box so laut ist. Glaube ich. Glaub mir, der Geist ist laut genug. Okay. Wir waren, ich weiß nicht, welche Map das genau war, wo du auf der rechten Seite die Garage hast. Und wir waren halt oben und der Geist war unten am Klavierräumchen, Dining Room. Der war so laut, als würde er direkt bei uns stehen. Ja, ich dachte, wir hätten den falschen Raum gewählt.